Scheibe vors Tor. Tarastars zu ungenau rausgespielt. Wieder Max Renner. Scheibe prallt da hinten am Plexiglas ab. Valerani. Leubel. Und Schuss und er ist drin. Tor für Rosenheim. Führung für die Gäste. Nach überstandener Unterzahl haben die Tower Stars jetzt doch den ersten Treffer kassiert. Nemetz war da etwas die Sicht verspart. Scheibe schlug oben ein. Und somit also 0:1 aus Sicht der Ravensburg Tower Stars. McNeely. 2-gegen-2 Situation. Ja, Ravensburg. Und Nemetz rausgekommen. Gegenangriff läuft. Schmidt. Dück. Schlenzer. Abgefälscht. Tor. Dück. Herden lässt prallen. Der Schlenzer von Dück. Herden lässt prallen. Und der Nachschuss. Der sitzt dann im Netz. 1:1. Das Ganze doch noch im ersten Drittel. Torschütze. War Konstantin Schmidt, würde ich meinen. Roloff auf der Gegenseite. Scheibensicher. Rosenheimer fliegt durch den Torraum. War eigentlich Stockhalten jetzt von CJ Stretch bei Dück und Tor. Hauptschiedsrichter hat gar nicht so richtig hingeschaut, muss jetzt nochmal hinfahren und sieht da jetzt die Scheibe hinter der Torauslinie liegen. 2:1. Nach einem 0:1 drehen die Tower Stars das Spiel in wenigen Minuten zum 2:1 aus ihrer Sicht. Wieder war es die erste Reihe mit Brian Roloff. Die Scheibe in der Kontrolle und jetzt eine Strafzeit angezeigt. Ganz zum Unverständnis von Konstantin Schmidt. Gegenangriff läuft da und das ist das 2:2. Das Ganze bei 6:5. Und die Tower Stars, die ärgern sich da, weil Konstantin Schmidt sagt, ich habe da überhaupt nichts gemacht. Da war überhaupt keine Veranlassung für den Hauptschiedsrichter, den Arm zu heben. Wird für Aufklärung es Bedarf geben. 28. Wunken. Auch da das Abseits aufgehoben von McLean. Schussmöglichkeit. Tor für Ravensburg. Erneut die Führung. Das war jetzt eine Aktion von Tousignon und McLean. Da haben sie Timo Herden richtig vernascht. Da ärgert er sich auch, fährt er sein Tor raus, denn da war mit dem Blocker unten. Trotzdem wurde er da so getunnelt. Scheibe da ganz, ganz langsam an den linken Pfosten, Innenpfosten gegangen. 3:2 Führung erneut. Jetzt also mit einem Tor raus für die Star Bulls. Michel Girona. Max Renner und Tor. Abgefälscht und da steigt er kurz vor Matthias Nemetz noch auf und geht unter die Latte. Also 3:3. Ravensburgs Keller kommt zurück. 3:3, aktueller Spielstand hier. Die 36. Spielminute. Also dieses Spiel geht hier. Gibt es noch eine Mannschaft, die in Führung geht in dieser Partie? Die letzte Spielminute läuft. Zick. Oh, Nachschuss. Treffer. Rosenheim geht in Führung. Weil
der dritte Nachschuss immer noch machbar ist. Nemetz klärt zwar zweimal, aber ist kein Verteidiger da, der die Scheibe abräumen kann. Und der dritte geht dann wiederum steil nach oben in die Maschen. Rosenheim führt mit 4:3 in Ravensburg, 49 Sekunden. Ja, bis die Befreiung nochmal für Rosenheim. 1:49 noch. Schmidt. Ah, das wird das Empty Net geben. 5:3 für Rosenheim. Empty Net Goal. Das ist die Entscheidung. 1:29 vor Ende der Partie. Hat's Ryan Roloff. Wilsemski. Roloff. Nochmal. Tousignan. Das war's. 3:5 endet die Partie. Der Ravensburg Tower Stars gegen die Star Bulls aus Rosenheim. Und noch der Hinweis von mir, dass in circa 10 Minuten es die Pressekonferenz auch noch live bei Spray TV gibt.